So, da wären wir wieder. Wir wollten kurz hier in die Fallgrube reingucken. Aber wo ich gerade den Dietrich so sehe. Ja, es wurde in den Kommentaren der letzten Folge geschrieben, dass in der Diebeshöhle ich ja einen Schlüssel gefunden habe. Mal gucken, ob ich den noch irgendwo finden kann. Ja, der da. Den hätte ich wohl eigentlich bei der Kiste benutzen können. Anstatt sie einzuschlagen. Aber gut, der kommt jetzt weg. Und wir gucken mal, was da unten ist. Unser Schlüssel und da ein großes Ding. There's something on the north wall. Da ist etwas an der Nordwand. Oh, das haut ja gut rein. Okay, zaubern. Wurzel. Das kriegt irgendwie nicht besonders viel Schaden von Magie. Aber diese Blutstropfen da sind nicht so groß. Normalerweise, wenn man so auf drei. Ach du Gute. Auf drei oder vier das macht. Sind da richtig große Flecken. Aber nicht bei dem Kerl und der bringt gerade uns um. Du, er hat keinen Mana mehr für. Das war ein guter Treffer. Ja, es scheint so, als wenn diese großen, gehörnten Dinger relativ resistent gegen Magie sind. Aber jetzt schlafen wir kurz, damit er Mana hat für eine Heilung. So. Jetzt schlafen wir nochmal und danach gucken wir uns die Nordwand mal an. So, schnell wieder auf Stromschlag umgestellt. Und da haben wir einen Knopf, da geht's irgendwo runter. Menschenknochen. Das ist ja sehr beruhigend. Und was haben wir hier? Ein Schmiedehammer. 26 Stärke, 31 Stärke. Das sieht doch gut aus. Ist hier unten noch irgendwo. Oh. Irgendwo irgendwas. Da geht's wohl zurück nach oben. Und was ist da unten? Gucken wir mal. This room smells worse than the rest. Ja. Heavens, I'm feeling a bit queasy. Okay, der da hinten zuckt noch. Hey, there's something alive in there. Shall we cut this one open? Oh, that air smells good. Thanks. I was on my way to the Droracle when one of those monsters grabbed me. We as well seek the Droracle. You are quite welcome to join us. Oh, thank you. I'm Laura. I've been chosen to serve in the Droracle's household on behalf of my village. If I can't get there, he won't give our farmers the weather predictions. I take it you are from Grisbil. I'm Axel, and this is my friend Bakata. I'll wait for you outside this dreadful chamber. Brisbane, also diese Stadt, schickt junge Frauen zum Drarakel, damit sie Wettervorhersagen bekommen? Okay. Gucken wir mal kurz, was da drin ist. Oh, how disgusting. Nix. Und da hinten? This cavern looks like those monsters den. This cavern, look, this cavern. Kann man wohl nicht rein. Thanks again. I thought it was over for me. Dann schauen wir uns sie doch mal an. Sie ist eine Gaunerin. Kriegt sie mal den Stab in die Hand. Und sonst haben wir nicht. Kann sie den Dolch werfen? Oder zählt es als Stichwaffe? Nee, zählt als Stichwaffe. Schade. Na gut, dann ist sie halt nur dafür da, dass falls einer von unseren beiden Jungs umkippt, dass sie kurz eine Heilung sprechen kann. Sie kann doch eine Heilung sprechen? Ja. Ja, mehr muss sie auch gar nicht. So, der Schlüssel kann da bleiben, den brauchen wir nicht mehr. Und hier unten war sonst nichts, also gehen wir hoch. Und gucken, wo wir rauskommen. Beim Eingang. Oh, gut. Das heißt, wir müssen jetzt wieder da zu dem Schalterrätsel. Dum, 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 dum. So, das war Mitte, links, rechts. Und ja, war's. Oh. Ein ganzer Trupp von Dieben oder so. Schauen wir uns aber erstmal hier zu Ende um. Ja.
Autsch. Okay, also die Falle wird ausgelöst, wenn man drauf tritt und wenn man wieder runter geht. Also wir sollten vielleicht da was rauflegen und ganz schnell weglaufen. Oh, hat geklappt. Schön, schön. Dass wir nicht jedes Mal, wenn wir jetzt hier rüberlaufen, das Ding auslösen. Das muss ja nicht sein. Oh, was haben wir hier? Ganz viele Rattenviecher. Tink, tink. Ha, können wir die Falle jetzt auslösen? Hihihi. Oh, die Dinger lösen die aber nicht selbst aus. Schade. So, Stein kommt wieder mit. Das Gift macht ja richtig gut Schaden. Zwei. So, war das alles an Ratten? Nee, da ist noch einer. Zack, zack. Ah, ist er auch noch. Das ist gar nicht gut. Komm, stirb schnell. Dann heilen wir einen von denen hoch und schlafen. So, du heilst mal ihn. Dann stirbst du jetzt. Oder wirst ohnmächtig. Und warum ist sein Gift weg? Ha, vielleicht wenn die Heilstufe hoch genug ist, dann heilt es auch Gift und dergleichen. Das wäre ja praktisch. So, mal kurz den restlichen Fitzel da. Und dann schauen wir uns hier mal um, was die Ratten bewacht haben. Ein Smaragdauge. Das kann man zu unserem Questzeug und das Öl geht langsam aus. So, hier ist nichts an den Wänden, doch hier. Hammer? I see, now we're getting somewhere. At last. Okay. Ha, sollten wir. Ja, wir sollten nochmal zurück in die Tür jetzt öffnen. Weil da scheint nicht wirklich viel hinter zu sein und sonst müssen wir später den ganzen Weg zurücklaufen. Also, zurück zur Tür. Und dann gucken wir mal, wie stark diese Diebe sind. Da werden wir auch was rauflegen müssen. Haben wir noch Steine? Jupp. Watch out. Those fellows don't look friendly. Und wir versuchen weiterhin im Nahkampf den ganzen Schaden zu machen, denn wir wollen Kämpferlevel. Genau wie Bakata es gerade bekommen hat. ...33 Lebenspunkte hat er. Jetzt wäre noch ein Kämpferlevel ganz schön, damit wir gucken könnten, wie viel mehr er bekommt. Oh, die haben ja Zeug dabei. Das ist doch mal praktisch. Da kann ruhig mehr von kommen. Wenn sie Rüstungsteile und Geld dabei haben. Zack, zack. Helm bekommt er. Dann hat er Schutz 32, er hat 40. Tauschen wir mal das Schild aus, das sieht besser aus. 41, 33. Ich hätte eigentlich ganz gerne, dass die einigermaßen ausgeglichen sind, aber das ist wohl das höchste der Gefühle an Ausgeglichenheit. Sonst haben sie alle das gleiche an, also Lederrüstung, Stiefel und das eine Schild. Na gut, du kannst dich mal selber heilen. Lederwamst. Den kann sie auch mal anziehen. Wir müssen nur daran denken, ihr die Sachen wieder abzunehmen, bevor sie in die Dienste des Drakels tritt. Denn das ist ja ihre Aufgabe hier. Sie wurde ja von dem Dorf hier hingeschickt, um in dem Household zu arbeiten. Also als Dienstmädchen quasi. So, noch mehr Dietriche. Brauchen wir nicht wirklich. Aber können wir vielleicht irgendwo verkaufen. Perhaps this was once a dungeon. Ja, vielleicht war es mal ein Dungeon, aber sonst ist hier nichts. Na gut, hat sich trotzdem gelohnt. Bakata hat sein Kämpferlevel bekommen. Wir haben ein paar Silbermünzen gefunden, den Helm, Lederrüstung. Also ja. Besser als diese Rattenviecher, die einfach nur vergiften und nichts dabei haben. Apropos Rattenviecher, auch gleich wieder so viele auf einmal. Na gut. Und die Kämpferlevel steigen gar nicht bei ihm. Jedenfalls nicht wirklich sichtbar.
Vielleicht steigen die auch nur, wenn man den letzten Treffer setzt. Also der, den letzten Treffer landet, der bekommt dann die Kämpfererfahrungspunkte zum Beispiel. Oder die Magiererfahrungspunkte, wenn es denn Magie war. Das wäre natürlich ärgerlich, weil dadurch bekommen dann die, die schon viel Kämpfererfahrungspunkte haben, mehr Kämpfererfahrungspunkte, weil sie halt öfters treffen. Er ist schon wieder Hälfte der Stufe durch. Und wo wir gerade bei dem Thema Erfahrungspunkte sind, eigentlich sollte sie gar nicht angreifen, denn jedes Mal, wenn sie angreift, klauen wir quasi ihm und ihm die Chance, Erfahrungspunkte zu sammeln. Aber man kann es auch übertreiben mit dem Mikromanagement. Ja, die Wand hat 3 Schläge ausgehalten. Schön, dass die Helden auch auf sowas eingehen. Hm? So, hier ist aber irgendwie gar nichts. Ah, doch. Aha. Ah, das habe ich aus Reflex gemacht. Oh oh. Du siehst gefährlich aus. Stromschlag. Das meine ich mit den größeren Blutstropfen. Ah, und er kann schon 2-mal auf der 4. Stufe den Zauber sprechen. Das ist doch schick. Was ist das an großen, hässlichen Typen? Nee, ich höre noch einen Grunzen. Heilen wir mal ganz kurz zusammen. Und gucken dann, ob wir hier einfach irgendwo schlafen können. Und im Notfall können wir immer noch die Heilkräuter und die Bienenschwärme benutzen, um uns durchzukämpfen. Und zip. Nicht mehr viel. Schön merken, 33 Lebenspunkte hat er jetzt. 33 Lebenspunkte hat er hier. Dreher. Geh erstmal nach Westen. Sackgasse und Höhlenmensch. One-Hit. Schick. Okay, vielleicht sollte Bakata mal den Schmiedehammer ihm geben. Oh, das Langschwert ist besser. Komisch. Na gut. Ah, diese 4 Arme sind echt praktisch, hm? Ich meine, 31 Stärke hat er, er hat 18. Warum kann unser Held nicht auch so einer sein wie er? So, hier ist nix. Hier ist auch nix. Na gut, also im Westen war schon mal nix. Das heißt, wir gehen jetzt nach Norden. Dreh. Schön die Seitengänge checken, ob da irgendwas Großes mit einer Keule bewaffnet ankommt. Das sieht aus, wenn die Augen hier reinpasst. Das Auge hier reinpasst. Zing. Nö. Splendid. War ein komisches Geräusch. Und ich höre immer noch diese Grunzlaute. Na komm, jetzt macht mal Axel ein bisschen Schaden und kein anderer. Außer es wären zu viele Gegner, dann natürlich schon, aber 1, 2 können wir mal ein bisschen trainieren. Na komm, trifft doch. Es waren jetzt 4 Angriffe, ohne dass er getroffen hat. Ah, na endlich. Oh oh. Scheiße. Nix. Stirb. Ja, überall diese komischen Typen. Wenn es so weitergeht, haben wir bald ein neues Magier-Level, bevor wir den Kämpfer-Level haben, aber gut. Wo ist unsere Ecke, wo wir schlafen können? Wir müssen nach Süden. In der Hoffnung, dass die Viecher nicht durch den Dreher durch können. So, Süden. Ab in die Ecke und schlafen. Ah, sie können durch den Dreher durch. Und es sind viele. Komm. Sind da noch einer? Ich hoffe mal nicht, dass die hier respawnen. Das wäre echt übel. So, also wieder in die Ecke. Auch wenn ich nicht weiß, warum ich mich gerade in der Ecke stelle, um zu schlafen.
Aber hier können wir nicht weg, ne? Das wäre ein wenig unangenehm, wenn plötzlich wieder so eine ganze Gruppe von denen hier auftauchen würde. Aber es scheint ja zu klappen. So, frisch ausgeruht. Stellen wir uns mal vor den Dreher hier und machen einen kurzen Cut. Speichern. LB. Menü. Caps Lock. LPA, na endlich. LP04. Und wir sehen uns gleich wieder.